and I live in enough. This blunt, I'm taking a puff. I'm starting to feel like it's us. Grinden. Alles rausziehen. Streiten sich immer viel, okay, wie greift man im Oberhandgriff eher breiter und hier kommt es eigentlich viel mehr darauf an. Und ihr habt ja mein Training schon so ein bisschen mitbekommen, ich trainiere mit einem abgewandelten. Willkommen zu einem neuen Video aus der Wettkampfvorbereitung. Diättag 202 von 311. Wir sind 7 Wochen out und jetzt in den nächsten Prep-Zyklus reingestartet. Ja, nach dem Deload und dem Dietbreak geht es jetzt wieder ans Eingemachte. Kalorien wurden nochmals reduziert. Wie der Plan jetzt für die nächste Zeit aussieht, erfahrt ihr in diesem Video. Außerdem geht es jetzt ins Trainingslager für eine Pull-Full-Body-Einheit. Ein Klient von mir, Christian, der nächstes Jahr im Frühjahr in der Classic-Physik starten wird, ist auch mit dabei. Er ist jetzt seit 100 Wochen bei mir tatsächlich im Coaching und dementsprechend wird heute der gesamte Rücken sowie die seitliche hintere Schulter, der Bizeps und auch der Beinbeuger trainiert. Im Trainingslager gibt es von schnellen richtig guten Beinbeuger im Liegen und ja, mal schauen, vielleicht gibt es dann hier noch den ein oder anderen Trainingstipp. Ja, so ein paar Sachen, die ändern sich vom Training, wie zum Beispiel der Koffeinintake ist jetzt nach dem Deload etwas geringer als zum Ende des Zyklus, aber eine Sache bleibt gleich und das ist der Craft vor den Trainingseinheiten. Gerade jetzt in der heißen Phase gut mit Elektrolyten versorgt zu sein, auf jeden Fall wichtig. Die 5. Einheit diese Woche? Ja. Also hat echt gut funktioniert alles. Alle Sessions reinbekommen, ja. Jetzt. Ja, sehr geil. Ich glaube, die höhere Frequenz, die macht sich gut bei dir. Ja, ich finde auch, dass es gut anzieht. Und dann auch die Frage, was man jetzt noch im Jahr rausholen kann. Aber gut, man kann einfach nur alles geben und dann... Ja doch, da geht noch was. Also definitiv müssen dich aber auf jeden Fall auch so bei dem KFA ungefähr halten. Also ja. Das wird das Wichtigste sein, damit wir da in der Prep nicht zu viel runterziehen müssen. Du nimmst jede Woche 100, 200 Gramm zu. Das ja. Haben dich da perfekt auf den Kalorien eingestellt. Ja. Nee, aber so die Posen stehst du mittlerweile eigentlich schon recht solide. Und jetzt geht es halt dann noch mal mehr Flow auch einfach reinzubringen. Wenn man sich halt in dem Spiegel anschaut, dann siehst du ja auch genau das Feedback vom Muskel. Ne? Wie viel Druck gibst du rein? Und wie viel Ausprägung kriegst du dafür raus? Genau. Ne? Und das steht halt ab einem gewissen Punkt nicht mehr im Verhältnis. Genau, heute die Pull-Full-Body-Einheit ist noch eine Intro-Session. Wir gehen mit ein bisschen mehr Luft bis zum Muskelversagen rein. Keine klaren Reps in Reserve gesetzt. Also ich versuche schon jeden Satz zu maximieren, aber eben nicht ganz so verbissen zu trainieren, wie jetzt beispielsweise in der letzten Woche des Zyklus vor dem Deload. Natürlich alles geben. Alles rausholen, doch einfach ein bisschen entspannter jetzt heute nochmal. Eben die letzte Einheit der ersten Dreier-Rotation, also Push und Arms, Legs und jetzt Pull, Full Body und Delts eben mitnehmen und dann über die kommenden Wochen da tendenziell immer so ein bisschen weiter anziehen. Weiter. Ja, jetzt aufrecht werden. Nein, nicht zu viel. Nicht zu viel. Immer wenn ich ins Ende reingehe, die letzten 3, 4, dann wird es sowieso unkontrolliert. Ja, aber du bist ja von 0 auf 100 gegangen. Früher anfangen, aufrechter zu werden, aber dosierter einsetzen und nicht von der einen auf der anderen Wiederholung komplett wechseln. Und wenn du merkst, boah, du kommst nicht mehr hier rein, dann machst du halt so. Oder machst du so. Und dann so. Und dann so. Ja, jetzt schon die Hüfte. Ja, genau. Ja, besser. Besser, jawohl. Weiter, weiter, komm. Weiter. Nur noch aufrechter werden. Komm. Nein, nicht so. Da ist doch richtig viel Potenzial bei dem Lift. Aber ist gut. Also Grundbasis stimmt so. Schulterblatt arbeitet, aber jetzt noch dieses Momentum mit der Hüfte schön dosiert einsetzen. Das noch besser abstimmen, dann kommt der gut an, der Lift. Ja. I'm not from this zone, I'm not from my home, I'm not from this planet. I'm high on life, my Glock talk to me, and tell me go blame it. Yeah, fuck you said, you a little bitch, go tie deal, man. So noch ein bisschen mehr diese seitliche Adduktion des Arms hast. Also dass der Ellenbogen hier weniger nach hinten geht, ein bisschen mehr seitlich rangeführt wird. Und dann kriegst du den Teres nochmal deutlich besser. Okay.
Gerade wenn du, wo war das, Cleverfit oder so? Fit, ja, aber sonst dann auch extra fit oder so, wenn du da in unterschiedlichen Geräten trainierst, dass du ja nochmal einen Aufwärmsatz nimmst mit dem Arbeitsgewicht. Man hat jetzt gerade gemerkt, so im Vergleich zum Aufwärmsatz davor, das war schon nochmal ein gutes Stück schwerer, dass du das Arbeitsgewicht nimmst und damit nochmal so 2-3 Reps machst. Ja. Einfach um dein Nervensystem nochmal dran zu gewöhnen. Gerade wenn du mit Geräten oder Kabelzügen oder so trainierst, die dir nicht geläufig sind, dass du da nochmal so ein Pre-Activation-Set, nennt man das, machst. Also einfach Arbeitsgewicht nehmen, 1 bis 3 Reps machen und danach dann eigentlich erst das finale Arbeitsgewicht festlegen und dann in den ersten Satz starten. Ich glaube, das hätte dir jetzt gerade im Satz nochmal geholfen. Also ruhig nochmal ein bisschen mehr Zeit für die Warm-Ups auf jeden Fall auch investieren. Weil vielleicht merkst du auch, dass jetzt gerade im Laufe der Off-Season die Gewichte, die du dann wählst, auch vielleicht zu leicht sind. Ja. Dann könntest du nochmal so einen kleinen Zwischenschritt dann nochmal einbauen. Champagne toast in a tux, so classy. Party's at the castle, I'm a real life Gatsby. She said I love your voice when it sounds so raspy. I whispered in her ear, the rest happened so fastly. Real good girl, but to me she's so nasty. I won't kiss and tell, till I told you, don't ask me. Der letzte High-Rap-Set geht immer so gut rein, kann man nochmal richtig gut grinden, alles rausholen. Ist in den Stretch oben entschleunigen, also das letzte Stück nochmal etwas langsamer durchführen. Muss keine richtige One-Count-Pause sein, aber dass du da zumindest richtig schön langsam wirst und dir wirklich dich in den Teres reinfühlst, ne, wie der da auseinandergezogen wird. We got real money over here, up and down, bounce it like a bunny up in here. What she say, I can't hear big diamonds in my ear. Border jet, it ain't no TSA, it ain't no clear. Staring at the wall, new Ferrari truck, I ordered 3. Fucker never called, check a phone, there's no recording me. Told her take it off, use a driver, don't be using two. Bist du viel in den Arm? Nee, gut. Sehr gut. Weil die so am Ende so gezittert haben, das aber... Das kommt mega an, das Mal. Hammer. Sehr geil. Das leichte Entschleunigen nach oben hin war sehr gut. Halt das ruhig so bei. Also es muss keine klare Pause sein, aber dass du oben einfach nochmal so schön langsam wirst. Weil da hast du auch die Kontrolle des Schulterblatts nochmal besser im Griff. Das sitzt aber auch mittlerweile viel besser. Ne? Also dieses Wegziehen lassen, das passiert dann nicht mehr so sehr. Und ich ziehe nicht mehr den Nacken zusammen. Genau. Das war ja auch ein Problem. Ja. Also ich sag mal so, früher bin ich viel lockerer und entspannter ins Training gegangen. Mit weniger Struktur da drin. Und diese Struktur und diesen Rahmen hat Luis mir einfach gegeben über das Coaching. Einfach in Form von einem vernünftiger Split, der auch in meinen Alltag passt. Das Training einfach in sich, dass die Technik sitzt, dass die Intensität sitzt, dass das Training einfach viel produktiver ist. I've been up for days, been in the days. Yeah. I'm amazed. This ain't 2012, Jerry, this a different G. You gotta talk to my agent now, it's a different fee. You gotta jump through 10 hoops before you talk to me. Penthouse at the Soul Grand, see the city differently. I just had a threesome with Molly and Lucy. Ja, bei der T-Bobo streiten sich immer viele, okay, wie greift man? Greift man im Oberhandgriff eher breiter oder etwas neutraler und dafür enger? Und hier kommt es eigentlich viel mehr darauf an, mit welchem Griff kann man die Schulterblattbewegung maximieren. Vor allen Dingen, wenn man hier primär das Trapez treffen will, denn darum geht's. Ich sehe es ganz oft, Leute greifen eher breit, weil sie dann sagen, ja, okay, der Hebelwinkel aufs Trapez ist durch den abgespreizten Ellenbogen nochmal höher, aber nutzen dann gar nicht die Schulterblätter, sondern arbeiten viel mehr über die hintere Schulter und schieben halt hier wirklich nur den Oberarm nach außen, haben dementsprechend gar nicht die Bewegung, die wir im Trapez haben wollen. Und wenn man dann enger greift, einen vermeintlich geringeren Hebel dann auf den Trapez hat, kann man aber eventuell ein bisschen besser wirklich über die Schulterblätter arbeiten, diese hinten zusammenziehen, vorne eben auslocken. Das merke ich eben auch. Deswegen greife ich enger, Hebel ist dadurch etwas kleiner, aber ich kriege einfach die Schulterblattbewegung noch mal besser rein. Treff somit ein bisschen mehr auf den Latt, einfach durch die alloziertere Ellbogenposition, aber auch deutlich weniger dann die Weirdeads im Vergleich zum breiten Oberhandgriff. Heres Pulldown. Geile Übung. Oberarm seitig in den Torso adduzieren, ja, Ellbogen nicht nach hinten weg, nicht nach vorne, sondern wirklich geradlinig hier seitlich an den Torso anführen und dann habt ihr hier wunderbar den Teres. Natürlich auch den Latt, vor allem die oberen querverlaufenden Fasern mit drin. Super Übung, sollte eigentlich in jedem Programm drin sein, um eine richtig schöne V-Form im Torso zu erzeugen. Ja, es gibt euch schön Fleiche unter den Achselhöhlen, braucht ihr in der Front und auch vor allem in der Rückansicht. House dilemma, Cribbo got too many rooms. Swish, I got shooters in the field, they running zones. When I swish, make some shake for me, stop playing, playing. Thick in the hip, she popping pussy and Patron. This look like Thanos, I got way too many stones. Swish, see me mobbing. Ja, der Beinbeuger liegen von schnell, für den wir unter anderem hier sind, ist leider defekt. Aber dann machen wir das Ganze einfach hier im Stehen. Beinbeugen im Liegen auch ja, ebenbürtig. Hier haben wir auch die Hüfte, genau wie bei der liegenden Variante in der gestreckten Position. Wir treffen dementsprechend anteilsmäßig eher den kurzen Kopf des Bizeps femoris und die anderen drei
Muskeln der beiden Rückseite, also Semitendinosus, Semimembranosus und den langen Kopf des Bizeps femoris eher ein bisschen weniger, da diese durch die gestreckte Hüftposition sich in der Vorverkürzung, in der aktiven Insuffizienz befinden. Beinbeuger liegend, Beinbeuger stehend nimmt sich nicht viel. Im Vergleich zum sitzenden Beinbeugen ja, wäre es dann schon ein Unterschied, aber hier können wir dann einfach die Übung recht flexibel tauschen. I know that you're drunk. Yeah. Tell me what you want out of this club. You know you're nasty. You know you're nasty. Don't move around in my house and call a taxi. I'm picky with my women. I'm deciding. Call me to your crib and I'm sliding. Yeah. Immer die Ellenbogen noch weiter raus. Ja, genau. Ellenbogen höher außen, ja, ja, ja. Traps wieder ein bisschen relaxen. Ja. Zieh die Schulter ein bisschen zurück. Genau, rechte Schulter. Hier in der Variante schön zurück und dafür hier das Dekolleté auch wieder schön nach vorne um. Ja, das kommt auch gut. Lass jetzt mal beide Varianten mal abfotografieren. Hier. Mach mal so. Ja, doch. Ja, ja, ja. Wenn du hier aus der und dann sagen die Side Tricep, dann machst du nochmal so und dann gehst du erst in die Side Tricep. Es gibt auch Verbände, da musst du die so stehen. Da erlauben die nicht diese Handposition, weil das ist Bodybuilding. Da sagen die klar, in der Classic musst du so stehen. Deswegen üb das. Hab das in deinem Repertoire. Musikpose, ne? Erst die hier und dann vielleicht nochmal. Richtig. Und wenn der Übergang kommt, das kommt wild. Hi Nico, wie besprochen, gar kein Problem jetzt gerade in der Einstiegsphase nochmal extra Rest Days zu nehmen. Ja, besonders wenn die Muskulatur nicht rechtzeitig regeneriert. Wir werden dann über die kommenden Check-ins den Trainingsstress entsprechend anpassen. Die Incline Curls sehen gut aus, war jetzt noch ein recht lockerer Satz zum Beginn des Zyklus. Auf jeden Fall soweit in Ordnung, aber hier wollen wir, wie bei den anderen Übungen auch, jetzt definitiv die Intensität, die Nähe zum Muskelversagen ausbauen. Die wir hier an der Hammerstrength-Maschine haben, also sehr, sehr guter Input. Schauen wir da gleich nochmal die Videos an, aber die Anpassungen hinsichtlich der Übungsauswahl bzw. einfach die leichte Verschiebung der Maschinen macht jetzt hier mit dem neuen Kit absolut Sinn. So, guten Morgen. Gestern war ein relativ unspektakulärer Rest Day. Es war der fünfte Tag mit 1950 Kalorien. Der Hunger war schon relativ stark. Die Schritte waren etwas zehren. 15.000 kommen jetzt wirklich fest jeden Tag rein. Und das war am Rest Day gestern gar nicht so leicht. Hab den Tag über viel gearbeitet und dann abends hier auf dem Laufband in einer anderthalb Stunden Session noch die Schritte reingeholt. Heute ist wieder ein Trainingstag und es wird sich jetzt gut gestärkt mit der ersten Mahlzeit des Tages. 650 Kalorien gehen rein. Die Kalorienvorgaben sind jetzt heute am sechsten Tag innerhalb der Trainingswoche nochmal unterschiedlich. Also die genaue Strategie werde ich euch gleich erläutern. Gibt aber jetzt erstmal hier einen Apfel, dann zwei, müssen so Eiweißtoast, die wir irgendwie random hier haben. Dann eine Light Peanut Creme. Ja, ich bin ein Riesenfan von Erdnussbutter, hat aber derzeit einfach ja zu viele Kalorien, zu viel Fett. Und hier hat man das Protein aus der Erdnuss so ein bisschen heraus extrahiert, eben in Pulverform, welches man dann mit Wasser verrühren kann, eben am Start. Und dann natürlich der entkoffinierte Kaffee mit dem Flav Up der Schwarzwald-Proteinmilch, aufgeschäumt im Milchschäumer. Ja, dann entsteht hier eben sowas. Und aus der letzten Ecke wird noch ein Evo Bar hergezaubert. Milky Crisp, ja, 650 Kalorien, sehr, sehr reichhaltiges Frühstück, damit die Trainingsperformance jetzt gleich natürlich stimmt. So, nach der Full-Body-Einheit von vorgestern und dem gestrigen Rest-Day geht es heute weiter mit Push. Auch am Push-Tag werde ich den Bizeps genauso wie die seitliche Schulter und auch den Lat trainieren. Also es ist kein klassischer Push-Tag, ja, wie man ihn so kennt. Brust kommt natürlich auch noch dran, Trizeps ist auch mit dabei. Aber ich möchte auch diesen Tag eben nutzen, um meine Schwachstellen, Bizeps, Schulter und Lat, eben auch weiter zu verbessern. Und eben ergibt sich halt einfach die Möglichkeit durch den Rest-Day, der eben zwischen die beiden Tage geschaltet wurde. Die lokalen Partien sind soweit auch wieder ready, können heute trainiert werden. Freue mich auch schon riesig, diese
drei besagten Partien, also Bizeps, Schulter, Lat, vor allen Dingen jetzt in der nächsten Offseason nochmal signifikant weiter aufzubauen. Aber bleiben wir jetzt erstmal im Hier und Jetzt und starten in die Push-Einheit. Was ich häufig gefragt werde, ist, wie ich das mit den unterschiedlichen Gyms mache, in denen ich trainiere. Es ist tatsächlich so, dass ich mir wirklich bei jeder Einheit die Daten dokumentiere. Also egal in welchem Gym ich am Start bin, es wird eben genau aufgeschrieben, welche Arbeitsgewichte ich für wie viele Wiederholungen bewegt habe. Und dementsprechend habe ich, auch wenn es nicht jede Woche konstant ist, über die Zeit immer Vergleichswerte, an denen ich mich orientieren kann. So auch hier im Evo Gym. Ich weiß genau, was ich im letzten Zyklus, wo ich diese heutige Einheit das letzte Mal trainiert habe, was ich da gemacht habe und kann jetzt dementsprechend auch eben genau dort anknüpfen. Grundsätzlich ja recht erfahren, was so das Training mit unterschiedlichen Geräten, Kabelzügen und generell Equipment eben auch angeht, da wir ja in der Vergangenheit doch sehr viele Gyms auf der ganzen Welt eben besucht haben und ich vor allen Dingen darauf achte, dass ich mich für die jeweiligen Übungen dann besonders gut eben nochmal aufwärme, gerade wenn das Equipment eher unbekannt ist, ne, dass man da wirklich genügend Aufwärmsätze macht, eben auch nochmal so ein Pre-Activation-Set durchführt mit 95 bis sogar 100% des letztendlichen Arbeitsgewichtes, einfach nur für ein, zwei Wiederholungen, um eben auch das Nervensystem, den gesamten Körper dann eben auch auf die anstehende Belastung vorzubereiten und so letztendlich jeden Arbeitssatz maximieren zu können. Also das Ganze ist auch irgendwo einfach sehr, sehr psychisch angehaucht. Ja, in welchem Gym kommt ihr einfach gut in eure Routine, in euren Fokus rein? Das ist natürlich, wenn man mal hier, mal dort trainiert, immer ein bisschen schwieriger. Aber letztendlich denke ich schon, dass ich es einfach am Ende schaffe, jeden Arbeitssatz für mich eben zu optimieren. Ja, nutze dementsprechend auch je nach Tag, je nach Tagesablauf dann die unterschiedlichen Möglichkeiten, die mir eben zur Verfügung stehen. Vor allen Dingen auch durch die Urban Sports Club Mitgliedschaft kann ich dann auch noch in andere Gyms hier neben dem Evo Gym und dem Bodytech, wo ich angemeldet bin, eben noch trainieren. Stichwort Trainingslager, Kraftstation hier in Köln. Bald wird sich das wahrscheinlich aber alles dann in einem Gym vereinen im Evoland, wenn es denn dann in 7 Wochen die Tore öffnet. Zu meiner Strategie im neuen Diätzyklus. Wie ihr ja bereits mitbekommen habt, ging es auf 1950 Kalorien runter. 161 Gramm Carbs, 215 Gramm Protein und 50 Gramm Fett. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn es wird ab sofort jeden 5. Tag einen High Day geben bei 2240 Kalorien. 263 Gramm Carbs, also 100 Gramm mehr, dafür 30 Gramm weniger Protein, 185 und konstanten Fettmengen bei eben weiterhin 50 Gramm. Und ihr habt ja mein Training schon so ein bisschen mitbekommen. Ich trainiere mit einem abgewandelten Push-Legs-Pull-Split, eben natürlich angepasst auf meine persönlichen Schwachstellen. Und meinen Mikrozyklus starte ich immer mit Push, also mit der heutigen Einheit. Ist natürlich, wie gesagt, auch Lat und Bizep mit dabei. Morgen steht dann ein Leg Day an und dann wird der Pull-Full-Body-Tag, an dem dann auch die Hamstrings und die Side-Dads erneut trainiert werden, eben durch einen Rest-Day davor und den Rest-Day dann danach in Watte gepackt. Bedeutet, ich trainiere 3 Mal innerhalb von 5 Tagen und habe dann innerhalb von 10 Tagen auch A- und B-Einheiten, die sich in sich selbst dann nochmal unterscheiden. Also
Der Mikrozyklus beläuft sich dann auf 10 Tage. Da absolviere ich 6 Einheiten. Bedeutet, ich habe immer 2 Einheiten in Folge, einen Tag Pause, eine Einheit, einen Tag Pause und wiederhole das Ganze. Und ab sofort wird immer am ersten Tag, wo ich eben diese Back-to-Back-Einheiten habe, ein High-Day platziert mit den besagten Makros. Genau, heute hier der erste Durchlauf. Ab morgen werden dann wieder 4 Low-Days folgen, was mich dann in der Wochenbilanz ja knapp eben unter bisherige Menge eben von 2100 bringt. Ja, die habe ich konstant über die letzten 8 Wochen eben durchgefahren und jetzt sind wir halt so im Wochenschnitt ungefähr so bei 2034. Also die ganze Wahrheit wäre, dass wir nicht ganz bei 1950, sondern im Schnitt natürlich etwas höher immer noch diäten. Aber ja, das Pensum wurde definitiv nochmal angezogen. Die Schritte sind ja jetzt auch konstant wirklich bei 15.000 fixiert. Das habe ich eigentlich auch über die letzten Wochen so erreicht, aber jetzt ist halt die Vorgabe ganz klar und es gibt dementsprechend auch keinen Tag, wo die Schritte mal etwas niedriger sind. Das habe ich in der Vergangenheit dann schon so gehabt, dass es dann auch eben Tage gab, wo sie dann nur so bei 12.000 und an anderen Tagen wiederum bei 17.000 waren, mich dann im Schnitt immer so ungefähr auf die 15.000 gebracht hat. Also da wird es keine Abweichung mehr nach unten geben. Die Schritte, die müssen dementsprechend rein und ja, die Maßnahmen sind also nochmal angezogen. Es geht aufs Ganze, um den Glut wirklich freizulegen. Der macht jetzt auch definitiv Fortschritte. Dort liegt absolut das Hauptaugenmerk, also wie entwickelt sich meine fetteste Körperpartie. Davon mache ich dann letztendlich auch einfach meinen Fortschrittsgrad eben innerhalb dieser Prep natürlich abhängig. Im Bodybuilding sagt man, du bist nur so lean wie dein fettestes Körperteil und das ist in meinem Fall eben der Gluteus bzw. auch die Beinrückseite und dementsprechend ja wird dort weiter vorangepusht eben jetzt mit dieser neuen Strategie, die ja eventuell auch mental eben hilft, ne, durch dieses Carb-Cycling, die Variation der Kohlenhydratmengen über die Woche hinweg, da hat man immer wieder so einen kleinen Lichtblick, auf den man hinarbeitet. Aber klar, im Schnitt ja, sprechen die Zahlen natürlich nicht für mich, da wurde jetzt eben nochmal angezogen. Mal schauen, wie das Ganze läuft. Ihr seid auf jeden Fall mit dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und schreibt in die Kommentare, was ihr zukünftig sehen wollt auf der weiteren Reise Richtung Endhärte. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Euer Luis.